Moin ihr Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute ist es soweit, wieder mit dem Bombay und mit mir. Faye ist immer noch verhindert. An der Stelle nochmal Hashtag Free Faye. Hashtag Free Faye. Genau. Heute dabei den Aquamenta Winter Biscuit. Ganz neue Sorten. Genau. Heute ist rausgekommen, wo wir das Video drehen. Was man vielleicht Besonderes zu dem Tabak sagen sollte, die alten Tabaks hießen hier alle Aquamenta Aqualemon. Der heißt jetzt einfach nur Aquamenta Winter Biscuit. Wobei ich mir dann auch die Frage stelle, ob dann die Aquamenta-Note auch dabei ist, weil ich mir denke, die wird überhaupt nicht passen. Ich vermute ja, nicht, aber ja, gute Frage. Dem Ganzen gehen wir nach. Ja, genau. Also gehen wir erstmal auf Geruch und Schnitt ein. Geruch ist ultra einfach irgendwie nach irgendwas mit Gebäck halt. So richtig weihnachtlich, Gebäck, Zimt. Ja. So fällt mir sofort ein. So Vanille. Schießt dir auch in die Nase. Vanille, genau. Also echt alles, was Weihnachten irgendwie auszeichnet, geschmacklich. Genau. Also wirklich so, ich glaube, ausgeschrieben ist das so mit Spekulatius einfach alles, was da drin ist. Zimt, Vanille. Ja, hast genau. du nicht gesehen. Aber so riecht das auch. Genau. Die Dose auch 17,90 wie die anderen Aquamenta-Tabak. Hier ist uns aber schon vorher aufgefallen, der Schnitt, der hat sich verändert. Genau. Wir werden dann auch wahrscheinlich mal vielleicht im Video dann ein Bild einblenden, wo man das Ganze sehen kann. Ja, dann machen wir jetzt sogar live. Gib mir mal die andere Dose. Live von den Stereo. So, Freunde, hier könnt ihr astrein sehen, dass erstmal Tabak rausgefallen ist. Aber hier kann man halt auch wirklich sehen, wie von euch aus gesehen rechts ein bisschen gröber der Schnitt ist, wo tatsächlich nur Blätter erkennbar sind. Und links der Winterbiscuit, der ist so eher so ein bisschen matschiger. Ob das jetzt negativ oder positiv ausfällt, werden wir herausfinden. Also der Geruch ist einfach zum Reinbeißen. Da will man am liebsten jetzt auslöffeln, die Dose. Ja, lass uns erst einen Zug nehmen. Kommt auf jeden Fall sehr gut. Wie die anderen Aquamenta-Tabaks auch. Geschmacklich ist irgendwas... Was die Zunge so ein bisschen kitzelt, würde ich sagen. Ich finde was Saures. Ja, das ist total sauer irgendwie. Überraschend, muss ich sagen. Da ist irgendwas ganz, ganz Saures, aber ich finde, der hat auch seine kühle Note. Also Aquamenta ist der kühlen Note treu geblieben, obwohl das halt so ein Winter-Gebäck-Tabak ist, sag ich mal. Da ist eine kühle Note drin und echt irgendwas, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist diese kühle Note, die dann am Ende. Könnte sein. So ein bisschen. Was ist das? Nicht herb, nicht süß? Ich finde, das geht so ein bisschen in Richtung Salbei-Bonbons. Also geschmacklich finde ich, mir schmeckt er überhaupt nicht. Also, das ist heftig. Weil diese Note, die wir versuchen zu beschreiben, die finde ich so dominant. Und der Tabak erinnert mich eigentlich an gar nichts, mit dem der ausgeschrieben ist. Also gar nichts Weihnachtliches irgendwie. Gar nichts Weihnachtliches. Also schmeckt weder nach Vanille, weder nach Zimt, noch nach Spekulatius. Also wenn das... diese Note Spekulatius sein soll, dann ist er aber weit gefehlt. Boah. Also bin ich mir ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, die Pfeife zu rauchen. Ehrlich? Ey. Hat sich der Kauf gelohnt, ne? Hat sich gelohnt. Also, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Hm. Ausgeschrieben ist der mit Keks, Zimt, Vanille, Karamell. Und dann steht in Klammern Spekulatius. Ne, also weit verfehlt. Ob da Zimt sein soll? Ja, also ich meine, kann natürlich alle sein sollen, aber was das letztlich ist, ist doch alles, ne? Junge, dann. Ne. Also ich werde mich jetzt weigern, da noch weiter dran zu ziehen. Okay, haben wir noch nicht gehabt in wie viel Folgen? 23? Ich glaube, das ist die 23. Ist die 23. Folge. Also, ohne Scheiß, ich glaube, da würde ich lieber am Pharma nochmal ziehen, das ist nicht übertrieben, ne? Also ich finde, diese Note ist so heftig daneben gefehlt, was einfach eine Geschmacksexplosion sein soll oder eine Votung für die Zunge sein soll, das ist definitiv nicht gut. Also ich muss sagen, ich finde ihn auch nicht lecker. Man kann sich davon einen Kopf geben, aber irgendwie... Kann man auch die 17,90 Euro im Gulli schmeißen. Genau, könnte man auch. So, wir fassen das nochmal zusammen. Aquamenta Winterbiscuit, Schnitt, ja, ein bisschen feiner, so ein bisschen schlammiger irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen matschiger. Rauch sehr gut, aber ist halt Aquamenta. Geschmack weit verfehlt. Oder ob das was Nussiges sein soll? Was das? Nee, Mann, das kann nicht nussig sein. Also so weit kann ich keinen Geschmack verfehlen. Nee. Also der ist angegeben tatsächlich mit Spekulatius, Leute. Der schmeckt aber überhaupt nicht nach Spekulatius. Gar nicht. Der schmeckt ganz krass sauer irgendwie. Diesen sauren Geschmack können wir nicht richtig definieren. Vielleicht auch, weil die erste Charge ist, aber... Ja. Ja, aber das entschuldigt sowas nicht. Ja, nee, das rechtfertigt also, sowas einfach nicht. Wenn dann so weit wirklich fehlt, also, weil ich schmecke nicht eine Sache, die halt so nach Spekulatius ist, ne? Schmecken soll. Ja, ja. Kaufempfehlung. Ja, pass auf. Nee, Mann.
Nein. Nee. Also. Nee, ganz ehrlich. Also jetzt nicht nur, weil der nicht nach dem schmeckt, womit er angegeben ist, sondern weil der halt auch nicht so geil schmeckt. Schmeckt allgemein. Überhaupt nicht. Kommen wir zur Bewertung. Die fällt auf jeden Fall schlecht aus, ey. Ja. Also. Keine Ahnung. Also ich würde mir den nicht kaufen. Ich kann den nicht empfehlen. Vielleicht gibt's, also ist natürlich alles immer Geschmackssache. Deshalb sage ich mal, ich gebe vielleicht einen halben oder einen Stern. Was gibt's? Ich jetzt auch gefragt, was unser Minimum ist, ob wir einen halben Stern oder einen Stern. Wir können auch einen halben geben. Ja, also. Dann sagst du einen halben. Ja, da bin ich bei dir. Also ganz ehrlich, der ist kein guter Tabak. Genau. Also fassen wir zusammen: halber Stern für den Tabak, keine Kaufempfehlung. Spart euch die 17,90 Euro. Und das soll es eigentlich auch schon mit der Folge gewesen sein. Ja, weil wir müssen dringend unsere Münder vom Geschmack auswaschen. So, Freunde, das war Folge Nummer 23, wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, das ist richtig. Ja, traurige Folge. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, guten Rauch. Und wir sind raus. Haut rein.